ganz kurz die Waffen mitnehmen. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen heute. Ich habe heute vor, wie gesagt, ein bisschen länger auch aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich wache zwischen. Da sollst du nicht einsteigen, Claude. Claude! Da sollst du nicht einsteigen! Guck mal, du bist an diesem Auto. Dann steig mal doch nicht in das Auto, was weiter weg ist. Claude! Mensch. Ist auch echt nicht gerade der Allerschlauste irgendwie. Naja, gut. Sag mal, ist das schon wieder? Kommen die da nicht auf ihr Leben klar? In dieser Ecke? Ganz schön komisch alles. So, jetzt haben wir Kenji gemacht, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Ray-Mission. Müssen wir ja auch mal ein bisschen weiterkommen. Weil Kenji ist ja Nebenstrang, Ray ist Hauptstrang, aber da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf drum. Wir werden das schon irgendwie machen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir Kenji fertig kriegen. Ab zu einem gewissen Punkt. Aber, psch, möchte ich noch nicht sagen. Das Waffenarsenal. Said they'd be back for some of the stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica is playing up. So, good luck. Ein alter Kumpel von der Army. Alles klar, Ich glaube, ich glaube, da brauchen wir 125 Herzen für die Mission. Die war schon ein bisschen. Hallo, wir fahren hier. Andere Richtung. Ja, das ist ein Typ, der ist sehr bekannt. Das ist nämlich. Wie ist denn der überhaupt nochmal? Ah, genau, Phil Cassidy war das. Ein. Eher verrückter Typ, tatsächlich. Der sowohl in 3 als auch in Vice City so seine Auftritte hat. Und der ist etwas ganz Besonderes. Das werden wir gleich sehen. So, das war nämlich da hinten, wo der Panzer und der Barracks All steht. Und das Päckchen war. Genau. Der hat nämlich nur einen Arm. Okay. Ein paar Waffen. Problem ist nur, da komme ich nicht rauf jetzt hier. Okay, Schutzweste haben wir hier. Molotow. Ich habe da so eine Taktik. Ich werde die jetzt einfach mit Granaten zu ballern. Und dann ja. Keine Ahnung, ob das klappt jetzt hier alles. Oder geht der Panzer? Ah ne, oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oh, scheiße. Aua. Aua. Oh. Oh, ich bin gerade überfordert. Oh, ich bin tot. Au. Okay, jetzt habe ich mich gerade echt ein bisschen doof angestellt. Normal, komm. Ich weiß schon, was ich gespeichert habe. Klar, mal, ich muss ja mal ankommen. Hallo, Maus, danke. Ich will manchmal nicht. Ich habe gerade mal wenig die richtige Waffe hier gefunden. Also Uzi ist, glaube ich, Kacke. Ja, weiß ich nicht. Wie wir das machen. Wie gesagt, meine absolute Lieblingswaffe haben wir halt noch nicht. Okay. Ja. Was habe ich denn hier überhaupt? Ist die Shotgun? Nee, nicht Flammenwerfer.
Den hier vielleicht. Ja, der ist gut. So, so ein bisschen, ja. Ja. Mal gucken, wie wir das machen. Uzi ist, glaube ich, ein bisschen zu lasch, aber... Matt Cartell ist halt nicht ohne. Mal gucken. Da ist mein Auto. Oh. Das war, glaube ich, gerade nicht ganz so schlau, den Bullen zu überfahren. Da muss ich, glaube ich, erstmal ganz kurz Sterne abbauen. Es gab schlauere Dinge. Aber naja. Ist ja bloß halb so wild hier. Fahren wir da mal wieder hin und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Aber bitte auch ohne, dass uns das Kartell schon vorher abschießt. Und ich glaube, da das Auto eh Schrott ist. Machen wir das hier. Gut, ne? So, Rhino offen? Nee. Schade. Okay, ich würde sagen... Warte mal. Ich weiß, wie wir das machen. Och nö, das ist zu... Och nö. Och man, oh, warum ist denn zu... Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Ah, jetzt offen. Gut. Oh, Alter, die sind ja hier schon. Ich brauche Waffen. Das war nicht geplant. Wusste ich, dass sie jetzt schon kommen? Mal. Oh, da kommt er auch schon. Oh, sag mal, habt... Warte mal. Oh, shit, Alter. Ist gar nicht so einfach. Okay, das müssen wir ein bisschen taktischer angehen hier. Ist gar nicht so einfach, ey. Okay, pass mal auf. Jetzt strengen wir uns aber mal an, okay? Kann nicht so schwer sein. Also sie war schon ein bisschen härter, die Mission. Aber. Also es ist eine scheiß Idee, den Barracks All dahin zu stellen. Die Zeit haben wir nicht. Schon verstanden. Alle Dude. Die Zeit haben wir nicht. Also ich glaube, jetzt war ich das auch alles mit Granatenhagel irgendwie gemacht. Also. Meine ich. War das, glaube ich, mit normaler Waffengewalt? Hallo? Danke, jetzt hat das gerafft. Naja. Ja gut, dann versuchen wir jetzt einfach mit roher Gewalt Granatenhagel, wie bei Salvatore. Ja. Die sind halt wirklich ganz schön OP mit ihren Shotguns da. Also. Ist schon, also die Schutzweste, die ist weg. Die ist... Nichts dagegen irgendwie. Aber was Besseres gibt's halt auch da nicht mehr. Nice. Das war das, was ich nicht wollte, aber naja. Warte mal. Pass mal auf. Wir machen jetzt zumindest schon mal so, dass da keiner lang kann. Und dann versperren wir jetzt die Ausfahrt. Wir machen das ganz geschickt, aber ohne Barracks All, weil wir die Zeit nicht haben, bis wir den
nehmen dürfen. Oder dürfen wir den jetzt nehmen, wenn... Vielleicht haben wir auch jetzt mehr Glück, ich weiß es nicht. Wir können ja mal einen versuchen. Einfach, dass man ein bisschen taktisch hier... Nee, geht nicht. Dürfen wir erst haben, wenn die Mission anfängt. Problem ist nur, Zeit, meine ich, haben wir gerade festgestellt. Die kommen schneller, als du kannst.